Willkommen hier zum letzten Spieltag der Saison. Unten ist alles entschieden, aber oben geht es um die Champions League und natürlich auch um die Meisterschaft. Bayern München würde aufgrund der besseren Tordifferenz im Prinzip ein Unentschieden gegen Frankfurt reichen. Mit einem Sieg ist zu 100% alles sicher und ich darf die Münchner hier zu Hause spielen. Zu Gast ist wie gesagt Frankfurt. Parallel gibt es dann eben das Duell der Dortmunder in Gladbach. Und das alles natürlich hier bei uns in unserer Online-Bundesliga auch mit FIFA gezockt. Was glaubt ihr denn, wie endet dieses FIFA-Match und wer schnappt sich den Meistertitel? Schreibt das jetzt mal in die Kommentarbox. Die Software sagt, dieses Match geht 3:1 für mich aus und dann sehen wir uns gleich auf dem Platz. Mehlbacher eröffnet diesen letzten Bundesliga-Spieltag der Saison. Natürlich haben wir noch ein paar Spieltage, die wir nachholen müssen. Die wird es dann ab nächster Woche wieder wie gewohnt geben. Und dann haben wir dann eben am Ende auch unsere Online-Bundesliga vollständig und können dann mal gucken, wer bei uns Meister wird. Das entscheidet sich jetzt also auch erst mit ein bisschen Verzug. Denn bei uns führt Bayern München ebenfalls nicht deutlich. Ne, Real hat ja Dortmund noch eine Chance. Bei uns haben noch ein paar weitere Vereine eine Möglichkeit, Meister zu werden. Bayern München hätte hier als erster Verein die Chance, das zweite Mal in unserer Online-Bundesliga sich einen Titel zu sichern. Es ist die dritte Saison bei uns. Die vierte Saison, haben wir gesagt, werden wir natürlich auch angehen. Freuen wir uns schon drauf. Mal gucken, was denn der neue FIFA-Teil so bringt. Aber Bayern München könnte jetzt hier in der Online-Bundesliga der Verein sein mit den meisten Titeln. Daneben, jetzt muss ich überlegen, hat Köln. Köln hat bei uns einen Titel geholt. Mhm. Genau. Auch gegen Bayern. Ja. Hamburg war damals auch dabei. Ja, das ist ja jetzt schon entschieden. Köln kommt wieder zurück, aber die Hamburger aufgrund der schlechteren Tordifferenz im Vergleich zur Union Berlin, die werden das nicht packen. Paderborn hatten wir natürlich auch schon in unserer Online-Liga. Union. Mal schauen, ob sie direkt aufsteigen oder über die Relegation. Wenn sie in der ersten Liga landen, dann wären sie erstmalig dabei. Und das würde mich persönlich wirklich sehr freuen, wenn wir in Saison Nummer 4 zumindest einen neuen Verein hier am Start haben. Wobei, Mucke freut sich ja auch über Köln, ne? Mit Modest. Ja, Anthony Modest. Der wurde bei uns Torschützenkönig, bin ich der Meinung, in der Saison, wo Köln Meister wurde, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube auch. Das war die überragende Saison, wo Köln dann auch international sich qualifiziert hat. Naja, und dann ging es ja leider runter. Ein Jahr später. Aber immerhin, die haben es besser gemacht als die Hamburger. Direkte Wiederaufstieg und das sogar als Meister der zweiten Liga. Aber wird schon interessant, glaube ich, kommende Saison. Dann hast du eben Nürnberg und Hannover, dann hat man noch Hamburg, die unbedingt aufsteigen müssen. Ja, ja, das da sowieso. Bin ich gespannt, wer sich dort dann behaupten kann. Und vielleicht, wer weiß, die Stuttgarter, die müssen ja die Relegation gegen wen auch immer auch erstmal gewinnen. Und wenn Stuttgart auch noch runter muss, dann wäre das ein richtig heftiges Duell da oben im Kampf um den Aufstieg. Allein schon mit diesen vier Mannschaften. Und in der Regel gibt es immer eine Überraschung. Ich persönlich hab mich sehr gewundert, dass Paderborn so durchzieht. Oder auch Heidenheim lange Zeit eben oben richtig mit dran war. Hätte ich nicht mit gerechnet. Genauso wie St. Pauli. Ja, St. Pauli, genau. Ich meine, Union Berlin, die arbeiten ja nun wirklich schon längere Zeit daran. Hatten auch schon in der letzten Saison gesagt, sie wollen aufsteigen. Den gönne ich das. Und würde mich halt auch freuen, die dann als neuen Verein bei uns begrüßen zu dürfen. Und jetzt die erste Chance. Und da ist die Führung. Gnabry. Ja, Rammel, sehr gut. Ist ja sein Abschiedsspiel hier. Gut, DFB-Pokal könnte er jetzt auch nochmal auflaufen. Aber ansonsten in der Bundesliga wird die Münchner ja verlassen und Rebic prüft hier Manuel Neuer.
Ja, das ist so traurig, dass Ramos geht. Oh, oh, oh. Ich hatte gelesen, Robben und Ribéry fordern einen Startelf-Einsatz hier in dieser Partie. Bei mir hat es Robben geschafft, aber das liegt auch wirklich daran, im FIFA-Kader von Bayern München gibt es halt keinen anderen rechten Mittelfeldspieler. Nee. Deswegen spielt er halt Robben. Ansonsten hätte ich keine Ahnung. Irgendeinen anderen eben eingewechselt oder aufgestellt. Gnabry, Coman finde ich halt persönlich beide besser. So sind eben hier linke Mittelfeldspieler und deshalb hat Robben da den Vorzug erhalten. Ribéry, weiß gar nicht, sitzt vielleicht bei mir auf der Bank. Latte! Und 2:0. Diese Abstauber. Ja, das muss man sagen. Zwei Abstauber-Tore hier. Schämlich. Geh nach Hause. Wofür habe ich denn jetzt bitte gelb gekriegt? Hierfür. Oh, sogar verletzt. Doppelt gelb. Gelb-rot. Gnabry, na super. Schade, komm. Ja, sehr gut. Ah. Mein Gott. Goretzka nochmal. Eieieiei. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Ah, oh. Schönes Zuspiel. Hab ich gern gemacht. Ja. Robben. Was ist das? Das war ja gar keine Flanke. 2:0 steht's hier. Zweiten 45 Minuten laufen. Goretzka erobert den Ball. Rames. Schön auf Robben gespielt. Robben. Schon wieder mit einer sehr schlechten Hereingabe. Das macht das Alter. Ja. Ui, nächste gute Chance. Für die Gäste hier. Ich würde es ja lustig finden, wenn es Frankfurt Real schafft, Bayern den Titel halt zu vermiesen. In der letzten Saison DFB-Pokal und jetzt Meistertitel. Also damit wäre ein neuer Erzfeind, sag ich mal, geboren. Oh ja. Aber ich sag mal, im Spiel gegen Mainz hat man, ich hatte es mir schon vermutet, ich hatte mir viele Interviews nochmal angeschaut, unter anderem Lothar Matthäus, der gesagt hat, ja, Frankfurt wird das Spiel gegen Mainz locker gewinnen. Aber ich hatte eher so im Kopf, Mensch, wenn du Elfmeterschießen unter der Woche hattest, dann ist das natürlich einmal extrem kräftezehrend, dann auch noch fliegen. Das war ja nicht nur im eigenen Stadion, du bist auch noch viel unterwegs gewesen. Oh, das war schlecht. Und dann auch noch verloren. Also ich habe eigentlich wirklich eher gedacht, ja, das wird Mainz wahrscheinlich gewinnen, dass Frankfurt da eher so einen kleinen Knick in der Leistung hat. Und so kam es dann auch. Ich hoffe, dass das jetzt nach einer Woche ein bisschen Erholung vielleicht gegen Bayern besser wird. Weil davon ist es, denke ich mal, abhängig, inwiefern die jetzt wieder regenerieren konnten und auch gedanklich fit sind. Ja, das sowieso. Ja. Aber mein Gefühl hat mir gleich gesagt, gegen Mainz wird es Frankfurt sehr schwer haben. Ich glaube eher nicht, dass die das gewinnen. Nee, war mir auch klar.
Das war 3 Tage nach dem Spiel. Ja. Wir hatten auch noch so eine bittere Niederlage in der Verlängerung. Na, wir beide hatten es ja gesehen. Hatte Bayern die Doppelchance, wo denn zweimal auf der Linie oder kurz davor geklärt wurde? Chelsea, nicht Bayern. Ja, also wo Frankfurt die Doppelchance hatte. Oh, das war so ärgerlich. Wo kommt ein Kimmich her? Von seiner rechten Verteidigerposition. Oh! Da verstolpert er. Ach, Kimmich war's. Tschüss, Robben. Ja. War ich habe jetzt hier. Bucht. Ich habe keinen großen Applaus gehört im Stadion. Ein stiller Abgang hier. Gut gespielt. Ja, so wird das nichts mit spannender Meisterschaft hier noch. Brich mal ein, komm. Eieiei, schöner Pass, da Costa. Abgeblockt. Zieh. Pff, Kimmich, der ist hier nur am Umherfliegen. Komm. Oh. Rode, ja, ganz bitter, ne? Hast du vielleicht mitbekommen? Knorpelschaden. Oh, musste ja ausgewechselt werden und jetzt, ja, Knorpelschaden, das ist als Fußballer, das wissen, denke ich mal, die meisten, eine Scheißdiagnose. Da mussten schon einige auch die Karriere beenden. Und der war ja erst schwer verletzt. Ja, ja. Und der kam ja so genial zurück in dieser Saison. Mich hat das riesig gefreut für ihn. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm, dass er dann genauso stark, mindestens genauso stark nochmal zurückkommen kann. Aber ich kenne selber eben von meinem Heimatverein Hansa Rostock einige Profis, die aufgrund dieser Diagnose dann leider ihre Karriere beenden mussten. Knorpelschaden ist einfach richtig scheiße. Ja genau, willst du mich verarschen? Du schießt 4-mal drauf, jede Kacke ist drin. Lewandowski, der will hier Torschützenkönig werden, oder was? Dritte Bude. War nicht verkehrt. Doch, das wäre drin. Schüsse 6-4 für Frankfurt. Hab ich doch gesagt. Oh, nicht schlecht. So, 7-4. Aber ich muss auch sagen, nach den letzten Aufnahmen, da habe ich ja meine Chancenbewertung kritisiert und Abschluss geübt. Muss ich das eingestehen. Das hast du nichts zu tun. Hier ist Training während der Saison verboten. Komm. Obwohl, ich habe doch mehr Schüsse. Ich habe ja auch schon an die Latte geschossen. Nee, also 4 Schüsse sind das nicht. Oh, Boateng, hau doch einfach ab. Und auch das 1-0 war ja auch ein Nachschuss von mir. Die ersten beiden Tore waren ja nicht direkt erzielt. FIFA hört auf mich. Hä? Oh nein! Jetzt gibt's eine Karte und eine richtig geile Position für Muckis. Ist vielleicht die letzte Aktion. Nicht nur vielleicht. Los, weg damit!
4:0 hier zum Auftakt. Damit wäre Bayern souverän Meister. Und bei uns, ja, müssen sie sich noch ein bisschen gedulden, bis wir die ganzen Spieltage nachgeholt haben. Nächstes Match auf unserer Liste: Schalke gegen Stuttgart. Bis dahin, tschüss.